die Reihen. Hier. Für die Rune. Dann könnte ich das Gefühl haben, die Nachtmare sind noch stärker als die anderen. Haltet durch, Männer. Zu euch ist klar. Verstärkt die Deckung. Schickt sie zum Seelenfluss. Verstärkt die Deckung. Auf mein Schiff. Schlag sie zurück. Hier, sofort. Ah, Gott sei Dank, das waren jetzt hoffentlich alle Nachtmare. Speichern wir noch vorwärts. Einmal. Sofort. Zu Befehl. Es waren nicht alle Nachtmare. Wird sofort ausgeführt. Zur Ehre Aonirs. Wird sofort ausgeführt. Unverzüglich. Ja. Vorwärts. Folgt mir für die Freiheit. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Stehe verstanden. Bereit. Zu euren Diensten. Schlagt sie zurück. Wehr das Ding ein. Sie sind überall! Also. Auf mein Und Zeichen! Los. Jetzt haben wir aber Folgt wirklich mir. Den letzten Nachtmar Vorwärts. Erledigt. Schnell! Was? Runenkrieger hier? Und los! Vorwärts! Kommt her! Eure Seelen lasse ich mir als Erste die Freiheit! Sofort! Der Wandler wird mit jedem Schließt Augenblick die Reihen! Stärker. Wir sind überall! Bald wird er euch überleben! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Ist das alles, was ihr könnt? Schließt die Reihen! Sie sind Wie überall! Die Rune? Ich bin unbezwingbar! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! So sei es denn! Wir sehen uns auf der anderen Seite! Schließt Bereit. Die Reihen! In die Schlacht! Immer zuerst den Wandler töten! Gib mir deine Seele! Feindlicher Angriff! Kraft. Haltet durch, Männer! Kämpft! Hier. Für die Rune. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Dann muss der Flötenspieler als nächstes weg. Haltet durch, Haltet Männer. Haltet durch, Männer. Schnell. Zum Angriff. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Neuer Wandler, der weg muss. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer! Jetzt können wir wieder auf Belial einhauen. Meine Seele für euch, Herr! Sie sind mein Kommando! Achtung! Bringen wir es zu Ende! Feindlicher Angriff! Angriff. Jetzt Haltet durch, Männer! Jetzt erstmal wieder den Wandler und das Brandopfer. Verstärkt die Deckung! Vorsicht. Schlag sie zurück! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Oder zuerst, Rohr. Jetzt können wir wieder auf Belial einhauen. Sie sind überall! Ich werde im Totenreich auf euch warten! Feindlicher ja, Angriff! Ja, bringen wir es zu Ende! Euer Wandler? Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Jetzt Feindlicher Angriff! Von Diana.
Verstärkt die Deckung. Da sind noch drei und da sind noch mal fünf. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. So, der nächste durch, Männer. Der weg muss. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Ah, ich verfluch euch. Schließt die Reihen. Verstärkt sofort die Deckung. Schließt die Reihen. Folgt mir. Sie sind überall. Für sie sind überall. Haltet durch, Männer. Für die Freiheit. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Zum Glück sind die Zirkelmagier, sobald sie hier unten sind, nicht mehr so stark wie... Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Vorsicht. Haltet durch, Männer! Achtung! Wie wenn sie da oben sind. Verflucht seid ihr, Runenkrieger! Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! Schließt die Reihen! Nieder. Ich bin euer Gott! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Hier, zur Ehre Aonirs! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Nicht wieder ins Graue Reich! Schlagt sie zurück! Vorsicht! Verstärkt die Deckung! So, jetzt sie sind das, überall! Kommt das nächste Schar? Schließt die Reihen! Ja! Zurück mit euch! Haltet durch, Männer! Für die Freiheit! Schlagt sie zurück! Hier, für die Rune. Wir kriegen aber wahrscheinlich Belia schon wieder down, bevor alle Zirkelmagier kommen. Verteidigt euch! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Als nächstes sollte entweder Uram oder Iria dran sein. Haltet durch, Männer! Für die Rune! Nicht meine Seele! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Auf mein Kommando! Für die Rune! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schlacht! Na, vier sind es noch, aber Belial ist... Feindlicher Angriff! Ja, zur Ehre Aonirs! Haltet durch, Männer! Verstanden. Schlagt sie zurück, schließt wird die Reihen. Sofort ausgeführt. Die Ruhe verzügelt. Haltet durch, auf Männer. Den Weg. Verstärkt die Deckung. Hier. Ich werde schließt die Reihen. Unmöglich. Feindlicher Angriff. Achtung. Nehmt nicht auf mein Leben. Befehl. Nein. Zum Angriff! Verstärkt die Deckung! Nein, all die Jahre des Wartens! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Ich will mit euch! Zurück in die dunkle Tiefe! Ja. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! Sie sind überall! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Verstärkt Vorsicht. Die Deckung! Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! Sie sind überall! Wir haben gerade Belial eingefroren, ich glaub's ja nicht. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Verstärkt Deckung! Die Deckung! Schlag sie zurück! Okay, zwei Zirkelmagier sind noch im Spiel. Haltet Leg durch, mich Männer! Nicht, Herr. Ja,
Nein! Und wir haben gewonnen. Schlag sie zurück! Verdammt sollt ihr sein! Ihr habt die Verwandlung unterbrochen! Elende Runenknechte! Mein Allfeuer wird euch vernichten, so wie es euch geschaffen hat! Freund, es ist soweit. Auch müpfiges Sklavenpack! Jetzt empfangt meinen Rechtsspruch! Der Phönix, jetzt! Nein, nicht jetzt! Nein! Es ist vorüber. Der Zirkel ist besiegt. Die Runenkrieger haben ihren Frieden. Sehen wir uns wieder? Nein, ich werde heimkehren. Man hat mir verziehen. Und dir auch. Du sollst deine Kraft zurückerhalten. Du bist frei. So gab die letzte Dryade der Lebenseibe dem Land Xu seinen Frühling zurück. Die einst tödliche Ödnis erblühte zum schönsten Garten, den die Welt je gesehen hatte. Der Schrecken war endgültig besiegt. Ja. Das war das Ende. Zum zweiten Mal. Das Ende der Reise. Das Ende des Weges. Ja. Was kann man dazu noch großartig sagen? Ein schönes Spiel mit einer schönen Story. Vor allem, wie alles aufeinander aufgebaut hat und wie zwei unterschiedliche Geschichten, zwei unterschiedliche Schicksale ein gemeinsames Ende gefunden haben. Auch wenn es irgendwann anstrengend war, so viele Untote zu töten. Ganz ehrlich, die Untoten war... Das ist eigentlich in vielen Rollenspielen so. Wir wissen nicht mehr, was für Gegner wir nehmen sollen. Nehmen wir entweder Orks oder Untote. Meistens sind es Untote. Ja. Das werden wir sicherlich noch in anderen Projekten erleben. Es wird nämlich mal wieder Zeit... Also, das Projekt geht jetzt schon über ein Jahr. Wir sind jetzt bei Folge... 732, wenn ich mich nicht verzählt habe, müsste das jetzt sein, diese Folge. Und dieses Projekt ging ein Jahr lang, also über ein Jahr. Wenn wir nämlich die Sonntage, die 52, wegrechnen, sind das etwas mehr als 313 Tage, 314 Tage, letztes Jahr war Schaltjahr. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich angefangen habe. Auf jeden Fall ging das Projekt ein Jahr und gerade so zum Ende des Jahres jetzt geht das Projekt zu Ende. Und in der Zeit kam halt nichts anderes, weil ich mich auf dieses Projekt konzentriert habe mit Doppelfolgen pro Tag. Versprochen, das wird sich jetzt wieder ändern. Jetzt kommen dann wieder parallel zwei Projekte, wobei ich mir noch überlegen muss, was für Projekte. Ich brauche auf jeden Fall nach dem Projekt hier jetzt mal ein oder zwei Wochen Pause. Also nicht wundern, falls dann nichts kommt. Ein oder zwei Wochen lang. Und dann sehen wir, was für neue Projekte ich bringen werde. Ich habe da schon ein paar Ideen, also keine Sorge. Und ich hoffe, ich werde damit dann weiter, also wieder ein breiteres Spektrum abdecken, das mehr Leute interessiert sind. Ich habe nämlich schon mitgekriegt, ein paar fanden das Projekt jetzt nicht so interessant. Auch wenn das Spiel sehr toll ist eigentlich, aber es war jetzt langatmig. Ganz ehrlich. Zumal wir noch nicht ganz fertig sind mit dem Projekt. Ja.
Warum werde ich gleich sagen, wenn wir aus dem Credits raus sind? Sollte gleich soweit sein. Ich hoffe jedoch, dass ihr bis jetzt Spaß beim Zusehen hattet. Jedenfalls die, die sich für das Projekt interessiert haben. Und dass es wenigstens so weit Spaß gemacht hat, alles mal zu sehen, die gesamte Story von beiden Blickwinkeln aus. Also ja, wir haben jetzt Shadow of the Phoenix zweimal hintereinander durchgespielt. Mit zwei verschiedenen Charakteren. Und es war ja relativ viel gleich, aber auch einiges anders. Hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Ja, ich werde wahrscheinlich noch eine Aufnahmesession machen von Spellforce, um euch mal den freien Spielmodus zu zeigen. Und danach sehen wir weiter. Also, für die, die sich nicht für den freien Spielmodus interessieren, die die nächsten Folgen nicht sehen möchten, bedanke ich mich schon mal herzlich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Deswegen ein ganz herzliches Hi-Ho schon mal und bis zum nächsten Projekt.